Wir brauchen sie bei der Verteidigung der Stadt, sollte es dazu kommen. Sie haben ein Hochfrequenzsignal vom Kabalbrückenkopf auf dem Grabschiff abgefangen. Die Nachricht ist auf dem Weg nach draußen. Der Empfänger befindet sich weit außerhalb des Sonnensystems. Wir müssen wissen, was ihr Inhalt ist, wer der Empfänger ist. Ihre Commander sind ausgeschaltet. Die Kabale versuchen, gegen einen unerbittlichen Feind zu überleben. Rechne mit heftigem Widerstand. Was eingesetzt. Ah, ich hab keinen Mund, das ist wurscht. Das Signal kommt von der Brücke, aber der ganze Bereich ist im Lockdown. Wegen heftigem Waffenfeuer ist ihr Verteidigungsnetz auf Hochsprung. Säubere das Schiff. Wenn es ruhiger wird, sollten sich die Türen öffnen.
muss ihn jetzt wieder scannen, da fix. Verteidigungsnetz ist deaktiviert. Hey, vernichte alle, dann denkt das System ist ein Computer. Genau, greif ab. Bin eh schon hinten. Sei vorsichtig. Falls die Verteidigungssysteme aktiv sind, ich bin kurz vom Ende. Ich habe jetzt nur einmal Bale und dann nur noch die Gefallenen. Jo, wer ist denn da? Moin. Jo. Denn das ist, gibt Schlimmeres im Leben. Nein, ich bin drin in der Brücke. Ich habe gerade die letzten Kabale. Ja. Ja, das ist grausam, gell? Ups, aber jetzt kommst du zu mir. Max, jetzt kommst du zu mir. Der Turio was? Der Centurio. Na, Verlängerung hätte es gar keine mehr geben. Na, haben sie ja. 2-1 haben sie ja gespielt. Beim 1-0 hätte es Verlängerung geben. Jetzt kommen die Besessen. Beim 3-1 war Bayern weiter gewesen. Ja, ganz genau. Und die haben nein, dann waren es 2. Und durch das, dass jetzt Bayern auch plus 2 geschossen hat, zählt das eine mehr. Also scannen müsste man noch, nicht mehr. Durch das, dass Bayern auch plus 2 geschossen hat, wird es 2 mehr. Und wenn jetzt Bayern 3 geschossen hätte, dann hätte Bayern zu 2. In der Gesamtwertung, da hätte es auch keine Verlängerung gegeben. Ja. Nee. Die haben ja bloß zwei Tore geschossen. Doch. Ja, dann war ja Bayern weiter, wenn der Spiel da vorne Zeit hätte. Aber durch das, dass ja jetzt die in München ein Tor geschossen haben, ja, genau. Wenn es 3-1, dann wären es weiter gewesen. Signal ist weg. Es war verschlüsselt. Ja, dann zählt es ja nicht doppelt. Den
Anführer des Kabalreiches. Das zählt nur doppelt. Gleichstand zählt das doppelt. Nee, darum hätten sie das Auswärtstor dringend gebraucht. Wenn du ja, mal. Das haben sie selber verkackt, sind selber schuld. Ja, aber gut. Ja. Ich dir recht geben, aber mein Gott, so ist das Leben. Mich freut's ja. Mich freut's ja. Mich freut's. Ganz genau. Tja. Tja, dreimal Halbfinale gegen spanische Mannschaften. Tja, wenn man dann natürlich in Madrid so eine Aufstellung macht, wie er gemacht hat, dann muss man damit rechnen. Von daher. Die in Madrid, die war doch der letzte Dreck, was er da gemacht hat. Da hat er doch keinen von denen guten spielen lassen. Ja, weil es der Guardiola ist. Der wird ja bei Man City nicht viel Spaß haben, das sage ich dir gleich. Ja. Aber mein Gott, es ist seine zweite Trainerstation gewesen, Bayern. Was willst du da erwarten? Das ist keine Entschuldigung, aber trotzdem. Bin ja gespannt, wenn er alles mitnimmt. Ja, den Thiago wird er mitnehmen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber den Coman, der Coman ist auch noch so ein Punkt. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber. Podcast verspricht mir, dass du damit übst, bevor du es benutzt. Ja. Wir wissen ja beide, was Sache ist. Hoffentlich konnten wir helfen, Peter. So. Wer klagt um dich? Ja, da hat gerade der Kalibur hat weggeklagt um Lord Panopi. Lord Beowulf. Was führt dich heute Morgen zu? Was haben wir denn Feines? Was kann man denn da gefallen? Ja, die Anlaufzeit ist scheiße. Tschüss.